Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge und ich sag's am besten gleich zu Anfang, wenn ihr heute irgendwas Besseres zu tun habt, dann macht die am besten nicht, weil heute war es echt eklig. Also am Anfang ist es sehr leicht und dann ist es nachher eigentlich nur ein Kampf um wenige Zentimeter. Deswegen, ja, ihr könnt es gern probieren, die Extreme Challenge, aber es ist heute echt eklig und gerade Gold zu schaffen ist nicht ganz so trivial. Gut, hier am Anfang kommen wieder schöne kleine Sprungkombinationen, ihr seht es auch schon, man muss eigentlich nur immer drauf achten, kommt irgendwo so ein Skelett irgendwie entgegen, das wir durchschlagen müssen oder nicht. Ja, auch wieder, das kennen wir alle schon. Kleiner Sprung, großer Sprung, kleiner Sprung, kleiner Sprung und wieder ein großer Sprung hoch auf den Bumper, den wir dann gleich auch nochmal auslösen. Ihr seht es auch unten am Gamepad, dass es heute recht viel zum Tun gibt. Gerade bei dieser Extreme Challenge und ja, bis zu 900 Meter ist es eigentlich alles noch recht leicht. Das kennen wir alle, sind alles Elemente, die wir schon mal gesehen haben. Gut, hier kommt jetzt schon die 600 Meter Pause. Jetzt wieder großer Sprung auf den Bumper, Schlag. Hier springe ich mich ganz leicht auf den drauf, durchschlagen, auffangen. Wenn wir den sehen, wissen wir, hier kommt wieder diesen nach unten Sprung. Hier drüber. Und wenn wir jetzt diesen Teil hier schaffen, hier einfach immer die Sprungtaste so drücken, sobald ihr irgendwie den Boden unter den Füßen spürt, dann wissen wir, jetzt kommt der schwierige Teil. Hier drüber, drüber, runter und rüber. Okay, und hier habe ich genau diesen blöden Bumper verpasst. Ja, ich mache vielleicht diese eine Szene hier gerade nochmal in Slow Motion. Also, wir kommen auf die Seil an, lassen uns hier noch rutschen, springen auf den ersten Bumper. Zack, da ist er. Springen von der Plattform ab, hochschlagen über den nächsten Bumper, runter auf den anderen, nochmal schlagen, Bumper hoch, Bumper runter, abspringen, schlagen, Bumper hoch, Bumper hoch. Eigentlich jetzt hier auch nochmal schlagen, da bin ich ein bisschen zu spät. Nutze aber sofort den Propeller. Wenn ich drüber bin, nehme ich den Sprung ganz schnell, gehe rüber auf den anderen und nimm den Schlag da dagegen. So, das war die Szene hier nochmal, diese ganz schwierige Szene hier. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde hier bei Rayman Legends. Ich danke euch, bis dann. 6,5 Stunden später.